Frankfurt am Main. Keine andere deutsche Stadt ist so berühmt für ihre Skyline. Doch im Schatten der Wolkenkratzer sind Drogenkriminalität und Konsum an der Tagesordnung. Vom Menschlichen zum Unmenschlichen, das ist hier einfach nur ein kleiner Schritt. Frankfurt ist Deutschlands Drogenhauptstadt. Im Bahnhofsviertel wird offen konsumiert. Heroin-Junkies auf den Bürgersteigen, Crack-Raucher in den Hauseingängen. Zum Leidwesen der Anwohner und Ladenbesitzer. Das ist unser Problem, dass hier wirklich menschliche Existenzen auf der Straße vor sich hin vegetieren und krepieren, mit anderen Worten. Auf der anderen Seite stehen die Dealer, die offen im Viertel Drogen verkaufen. Die Polizei reagiert mit Großkontrollen, Durchsuchungen, dauerhafter Präsenz. Uniformierte und verdeckte Einsatzkräfte machen Jagd auf die Hintermänner. Unsere Maßnahmen richten sich gegen die Dealer, die richten sich nicht gegen die Abhängigen. Die Stadt Frankfurt toleriert den Konsum illegaler Drogen und bietet seit Jahren extra eingerichtete Konsumräume. Nun steht Frankfurts liberale Drogenpolitik auf dem Prüfstand. Das Bahnhofsviertel liegt zwischen dem Hauptbahnhof und den Wolkenkratzern diverser Großkonzerne und Banken. Die Anzahl der Hotels und Touristen steigt seit Jahren. Unweit von historischen Gebäuden aus der Gründerzeit, schicken Apartmenthäusern und belebten Einkaufsstraßen befindet sich die Drogenszene. Tom Holz auf dem Weg zur Arbeit. Seit 13 Jahren geht der Streetworker täglich durch die Straßen dieses Viertels. Seine Aufgabe? Mit suchtkranken Menschen sprechen und sie im besten Fall in die Drogenhilfe vermitteln. Wie heißt du eigentlich? Ich, Marco. Ja. Marco, hi, ich bin der Tom. Hi. Du bist schon lange hier im Viertel? Ja. Ja? Ja. Ich meine, ich hätte dich ja schon ein paar Mal gesehen. Ja. Bist du irgendwo schon bei einem Sozialarbeiter angebunden oder? Noch nicht. Schlägst dich selber so durch? Ich schlag mich immer so durch. Tom sucht das Gespräch mit den Junkies, fühlt ihnen auf den Zahn. Wenn sie ihren Ausweis verlieren, ihre Sozialleistungen verlieren, wenn da irgendwas passiert, wenn irgendwas durcheinander kommt, wenn sie aus Haft kommen und nichts mehr haben, dann versuchen wir, die halt aufzugabeln, die Ämtergänge mit ihnen zu machen, sie wieder in Krankenversicherung zu bringen und dann wieder bei einem Arzt anzubinden oder bei einer Ambulanz und sie wieder zu stabilisieren. Für die Lebenssituation der Drogenabhängigen hat Tom Holz Verständnis. Auch für ihre Sucht. Du bist aber im Moment nicht clean. Nein. Nee. Und auf was bist du? Age. Age, nur Age, kein Stein. Okay. Und wie viel Age? Ja, 2-3 Gramm am Tag. 2-3 Gramm. Okay, bist du am Ballern oder machst du es Rauchen oder Nase? Ja, Age bezeichnet die Droge Heroin. Mit Stein ist Crack gemeint. Die offene Drogenszene im Bahnhofsviertel umfasst rund 250 Personen. Einige von ihnen leben auf der Straße. Immer wieder trifft Tom bekannte Gesichter, die er seit Jahren kennt. Den kenne ich seit 17 Jahren, als ich hier als Student gearbeitet habe im Druckraum. Der hat auch schon ganz andere Zeiten hinter sich. Also im Moment sieht er richtig gut aus und ist eigentlich auf einem guten Weg, kann man nicht sagen. Aber er ist stabil, ja, und macht sein Ding, hat, glaube ich, auch in seinem Rahmen irgendwie ein relativ erfülltes Leben, sag ich mal, soweit es möglich ist. Wie, hast du noch Stress mit der Justiz im Moment oder gar nichts mehr? Hast du alles hinter dir? Auch keine Aktenzeichen mehr? Geil. Sehr schön, ja. Der Konsum illegaler Drogen ist nicht strafbar, jedoch der Besitz, Handel und die Herstellung. Viele Drogenabhängige, mit denen Tom Holz arbeitet, sind bereits vorbestraft. Ich unterhalte mich hier mit Leuten, die haben jemand anders umgebracht und haben das völlig von sich abgespalten. Und das ist für mich immer total, ist für mich ein Zwiespalt, weil ich die Leute zum Teil echt gut leiden kann und mir dann aber darüber bewusst sind, was die schon getan haben. Ja? Und zum Teil dann auch hier in den Aktionen wiedererlebt, wie die sein können. Und trotzdem muss ich dranbleiben. Was der Sozialarbeiter professionell ausblendet, ist für die Anwohner im Frankfurter Bahnhofsviertel ein Ärgernis. Ulrich Mattner lebt seit 7 Jahren hier. Die Besonderheiten des Viertels reizen und erschrecken den 59-Jährigen zugleich.
Hier hast du alle Kontraste. Du hast hier Luxus-Apartments über Drogen, Elend und Straßenstrich. Weil hier hast du hinten den Drogenkonsumraum. Hier gegenüber die Apotheke hat auch eine Ausgabe für Methadon. Da vorne. Du hast hier Drogenkranke und rumänische und bulgarische junge Mädchen, die für 5 Euro sich prostituieren. Und du hast hier die Pik Dame, den angesagten Kult-Nightclub, wo am Wochenende die großen Partys sind. Neben Szene-Bars ist der Rotlichtbezirk ein fester Bestandteil des Bahnhofsviertels. Lockt täglich tausende Besucher an, vor allem nachts. 21 Großbordelle gibt es hier. Ein großer Teil der Prostituierten kommt aus Osteuropa, Lateinamerika oder Asien. Auch viele weibliche Drogenabhängige gehen anschaffen, um Geld für den Kauf von Rauschgift zu verdienen. Dass die Drogenszene inzwischen zum Straßenbild gehört, kritisiert Ulrich Mattner seit Jahren. Ich erlebe hier als Anwohner vor allen Dingen halt diese Crackdealerei, was einfach nervt. Und ich erlebe als Anwohner auch, das ist halt ein Part, den man von außen gar nicht so sieht. Ich sehe die Schicksale von den Junkies, von den Drogentranken. Die kriegen hier nur Dreck. Und denen geht's immer schlechter, ja, und kein Mensch kümmert sich um die. Und das ist unser Problem, ja, dass hier wirklich menschliche Existenzen auf der Straße vor sich hin vegetieren und krepieren, mit anderen Worten. Aus Sicht von Ulrich Mattner unternimmt die Stadt zu wenig, um die Drogenabhängigen von der Straße zu bringen. Meine Frau zum Beispiel, sie hat inzwischen einfach Angst, nachts durchs Bahnhofsviertel zu gehen. Weil es kommen ihr junge Männer entgegen, und die gehen nicht, lassen sie nicht durch, ja, also gehen nicht, sie muss dann auf den Bürgersteig gehen. Und meine Frau ist eigentlich ziemlich tough. Gedealt wird offen auf der Straße, vor den Augen der Anwohner. Die Dealer, hauptsächlich Männer aus Afrika, halten sich an den immer selben Straßenecken auf. Oder sie laufen die immer selbe Straße rauf und runter, tragen dabei meist eine Tasche. Auch Marktfrau Gisela Paul erlebte die Veränderung des Bahnhofsviertels hautnah mit. Seit 18 Jahren arbeitet die 69-Jährige unweit der Drogenszene. Ich würde sagen, es ist ein bisschen, ja, krimineller geworden, aggressiver geworden. Früher wurden Drogen auf eine andere Art und Weise gehandelt, geklärt und es gab mal auf die Backe und dann war Ruhe im Stall. Heute geht's sofort gleich mit anderen Mitteln zur Sache. Das gesteigerte Aggressionspotenzial der Dealer und Konsumenten macht den Anwohnern und Ladenbesitzern Angst. Seit November 2016 reagiert die Stadt mit einer massiven Ausweitung der Polizeieinsätze auf die Klagen. In Frankfurt kommen auf 100.000 Einwohner fast 1.000 Rauschgiftdelikte pro Jahr. Inzwischen gehören uniformierte Kräfte zum Straßenbild im Bahnhofsviertel. Claudia Rogalski leitet die BAO, die besondere Aufbauorganisation der Polizei Frankfurt. Sie kennt die Gründe, warum Drogenhandel und Kriminalität im Viertel angestiegen sind. Was das besonders attraktiv macht für Drogendealer, ist natürlich das Umfeld. Wir haben hier einen Verkehrsknotenpunkt, in dem sehr, sehr viele Pendler jeden Tag zur Arbeit, von der Arbeit nach Hause kommen. Dadurch auch eine Möglichkeit, sich natürlich schnell mit den Drogen zu versorgen. Wir haben hier sehr viele Personen auf sehr kleinem Raum in dem Gebiet. Damit habe ich gute Versteckmöglichkeiten. Wir haben hier sehr gute Fluchtmöglichkeiten auch für die Dealer, öffentliche Verkehrsmittel, viele Hinterhöfe. Und dann bietet natürlich auch die Struktur mit auch dem entsprechenden Milieu, mit vielen Kneipen und der entsprechenden Szene, da den Hintergrund dafür. Das Bahnhofsviertel ist ein multikultureller Stadtteil. Der Ausländeranteil liegt hier bei 59%. Zum Vergleich, in der gesamten Stadt Frankfurt sind es nur 29%. Die Frankfurter Polizei kontrolliert fast ausschließlich Männer mit dunkler Hautfarbe, vorwiegend Nordafrikaner. Selten werden Frauen oder Deutsche durchsucht. Die Polizei hat ihre Erfahrungswerte. Von allen überführten Dealern hatten bisher 20,9% die marokkanische, 16,6% die somalische, 14,2% die algerische und nur 11,4% die deutsche Staatsangehörigkeit.
In der Summe machen die afrikanischen Bevölkerungsgruppen über 60% der überführten Dealer aus. Unsere Maßnahmen richten sich gegen die Dealer, die richten sich nicht gegen die Abhängigen. Trotzdem sind wir natürlich verpflichtet als Polizei, bei jeder Straftat, von der wir Kenntnis bekommen, eine Anzeige vorzulegen. Denn das Betäubungsmittel wird sichergestellt, es wird eine Anzeige vorgelegt. Und das ist unabhängig von der Menge und das ist erstmal unabhängig davon, ob es sich um einen Konsumenten oder um einen Dealer handelt. Bis zu 200 Beamte der Stadt-, Landes- und Bundespolizei führen täglich Kontrollen durch. Solche massiven Polizeiaktionen sind aber zeitlich begrenzt. Abgelegene Brennpunkte, wie diese ruhige Sackgasse, werden von den Drogenhändlern gerne aufgesucht. Auch heute haben die Polizisten bei ihren Kontrollen Erfolg. Das einfach in der Hosentasche. Und man riecht es deutlich. Ja. Gewogen waren es jetzt 0,89, also circa 1 Gramm Marihuana für 1 bis 2 Joints. Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln ist strafbar. Wie hoch die Strafe ausfällt, wird durch viele Faktoren bestimmt. Wenn das jetzt jemand ist, der zum ersten Mal mit so einer relativ geringen Menge angetroffen wird, dann wird das vermutlich als Erstkonsument eingestellt werden. Wenn das jetzt jemand ist, bei dem wir einen Handel haben nachweisen können, wir haben also den Händler und den Verkäufer dazu, haben das Ganze beweiskräftig, also lückenlos dokumentiert, dann wird das als Handel angezeigt. Und dann wird das natürlich nicht ohne weiteres eingestellt. Und dann hängt es davon ab, wie oft der vorher schon in Erscheinung getreten ist, mit welchen Drogen, ob er auch harte Drogen verkauft und ähnliches. Ein Drogenspürhund kommt zum Einsatz. Oft werfen Dealer das Rauschgift bei einer drohenden Kontrolle einfach weg. Die Polizei kümmert sich um die Dealer, Sozialarbeiter Tom Holz um die Junkies. Ein bewährtes Konzept in Frankfurt. Die Stadt finanziert die ambulanten Angebote der Drogenhilfe mit rund 9 Millionen Euro im Jahr, aus Steuergeldern. Tom Holz leitet einen Verbund der Krisenzentren im Bahnhofsviertel, genannt OSIP. Sein Ziel ist es, die persönlichen Lebensverhältnisse der Suchtkranken zu verbessern. Ein erster Schritt ist die Beratung. Ihr habt beide schon genug hinter euch eigentlich, ne? Wir waren ja auch lang clean und sind dann halt rückfällig geworden. Anne und Simon sind verheiratet und schon seit 30 Jahren abhängig. 10 bis 20 Therapien haben sie bereits hinter sich. Das Ehepaar will am liebsten raus aus Frankfurt. Da ist wirklich an jedem Knotenpunkt, sind auch Drogenknotenpunkte, ne, wo man ständig jemanden sieht und also man kann hier in Frankfurt, kann man diesem Thema nicht aus dem Wege gehen. Das ist einfach nicht möglich. Die Stadt, die haben wir mehr oder weniger von der Drogenseite aufgerollt in jeder Hinsicht. Und wir kommen hier in Frankfurt gar nicht mehr auf die andere Seite rüber der Gesellschaft. Dass man irgendwie was sagen kann, okay. Das heißt, auch beim Job, wenn wir ehrlich sind, dann ist sowieso schon mal das Nein vorprogrammiert. Ne? Ich mache mir wirklich Sorgen, die Hoffnungslosigkeit, die wird immer größer. In Frankfurt gibt es derzeit 5.180 polizeilich erfasste Konsumenten harter Drogen. Und die Dunkelziffer ist weit höher. Tom Holz kümmert sich vor allem um die Härtefälle, deren Lebensinhalt darin besteht, Drogen zu beschaffen und zu konsumieren. Ein Großteil unserer Klienten ist schon obdachlos oder schläft eben in Notschlafeinrichtungen. Viele schaffen das auch nicht nachts in eine Übernachtungsstelle, weil sie einen ganz anderen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Abends fängt das Leben hier halt an zu pulsieren, ja, dann kommen die ganzen Touristen. Es besteht die Möglichkeit, Geld zu machen und dann kommt eben der Tag-Nacht-Rhythmus so ein bisschen durcheinander. Und viele bleiben dann halt einfach hier auf der Straße hängen und schlafen dann halt irgendwann ein, wann es passt. Ja. Viele Konsumenten geben ihr gesamtes Geld für Drogen aus. Kein Job, keine Wohnung. Oft nicht einmal eine Krankenversicherung. Ihre Abhängigkeit lähmt ihre Handlungsfähigkeit. Dazu kommt eben halt auch die Sucht, die viel durcheinander bringt, die den Leute halt wirklich behindert, an den Ämtergängen behindert. Schaffen es dann nicht, dann kommt eine Frustration und dann nehmen sie den nächsten Anlauf eben nicht mehr, sondern brauchen halt irgendwie 2, 3 Monate, bis sie es wieder versuchen. Und in 2, 3 Monaten sind sie dann hier auf der Straße und wirtschaften sich halt runter weiter. Ja, das ist ein Teufelskreis, der nicht so einfach zu durchbrechen ist. Ein Experte für Suchtfragen ist Professor Dr. Heino Stöver von der Frankfurt University.
Der Sozialwissenschaftler arbeitet eng mit der Stadt und den Streetworkern zusammen und weiß, was Rauschgift mit dem Körper macht. Wenn wir einen Stoff dem Körper von außen zuführen, dann gewöhnt sich der Körper daran. Und irgendwann, wenn die Zufuhr nicht mehr erfolgt, schreit der Körper entsetzt auf, wo bleiben meine Drogen? Ich habe nämlich selbst aufgegeben, Drogen zu produzieren. Wir haben ein eigenes Neurotransmittersystem, mit dem wir uns auch belohnen können mit bestimmten Neurotransmittern. Aber wenn die Zufuhr von außen ausbleibt, reagiert der Körper gequält. Wir haben Entzugserscheinungen oder Kater. Für Heino Stöver ist Drogensucht nichts anderes als Alkoholsucht, also eine Krankheit. Mit einem entscheidenden Unterschied. Der Besitz von Rauschgift ist illegal. Hier bei den illegalen Substanzen wird das Leben der Abhängigen sehr stark dominiert, eigentlich von dem Beschaffungsstress. Sie müssen das Geld aufwenden, sie müssen sich prostituieren, einbrechen, Diebstähle begehen, was auch immer, um an diese an das Geld zu bekommen, um ihre Sucht zu befriedigen. Aber die Menschen, die wir hier sehen, klar, da ist die Drogensucht der klar dominierende Faktor, dem alles andere untergeordnet wird. Jede Lebensäußerung, ob das nun Nahrung ist, Beziehungspflege oder Kleidung oder sonst irgendwas, ist dem Suchen nach dem nächsten Schuss untergeordnet. Das spiegelt sich in den Zahlen wider. 2015 gingen sie im Bahnhofsviertel deutlich nach oben. Taschendiebstahl um 13,3%, Trickdiebstahl um 21,3% und Diebstähle aus Kfz um 34,5%. Diesen Trend sollte die erhöhte Polizeipräsenz stoppen. Doch Frankfurts Bahnhofsviertel hat schon weit schlimmere Zeiten hinter sich, als die Drogenszene komplett außer Kontrolle geriet. Das Zentrum des Konsums damals, die Taunusanlage. Frankfurt am Main 1989. Europas drittgrößte offene Drogenszene mitten in der Rheinmetropole. Seit Jahren wird Frankfurt von billigem Heroin überschwemmt. Über den Flughafen kommt der Stoff ins Land. Dealer und Drogenabhängige folgen. Allgemeiner Treffpunkt, die Taunusanlage. Ein schmaler Grünstreifen zwischen Oper, Banken und Bahnhofsviertel. Bis zu 1500 Menschen Tag und Nacht. Polizei, Krankenwagen, erbärmliche Zustände. Die Folgen? 147 Drogentote 1992. Mehr als 10.000 polizeilich erfasste Konsumenten harter Drogen. Außerdem ein Anstieg der HIV-Infektionen durch die Weitergabe von benutzten Spritzen. Schon damals steigt die Beschaffungskriminalität rasant. Raubüberfälle, Autoeinbrüche und verdreckte Straßenzüge. Stadt und Polizei halten mit aller Härte dagegen. Vergeblich. Die Szene sucht sich neue Plätze. Die Klienten wurden vertrieben. Hat sich dann der Begriff des Junkie-Jogging gebildet, weil die Polizei immer, wenn sie eine kleinere Szene aufgelöst hat, den Leuten praktisch hinterhergefahren ist und versucht hat, sie da wieder aufzulösen, wo sie sich angesiedelt haben, wieder neu. Und das war vornehmlich eben im Bahnhofsviertel. Die Taunusanlage heute. Auf den ersten Blick deutet nichts auf die damaligen Zustände hin. Die Polizei zeigt Präsenz. Nur in den Büschen gibt es noch Hinweise auf die Drogenszene. Also hier sieht man noch ein paar Spitzenpapierchen, Verpackungsmaterial halt. Da liegt nur eine Nadel. Offener Konsum findet hier allerdings kaum noch statt. Der Grund ist ein deutschlandweit einmaliges Konzept, das Frankfurt in den 90er Jahren etabliert. Parallel zur Polizeipräsenz gibt es nun Hilfsangebote für Süchtige. Spritzentausch und gratis Kondome. Konsumräume und Schlafplätze. Ärztliche Versorgung und die Ausgabe von Methadon und sogar Heroin. Von den Grenzen der Gesetze lässt sich Frankfurt nicht aufhalten. Zwar ist schon der Besitz von Rauschgift strafbar, doch Frankfurt schaut ab sofort weg, konzentriert sich lieber auf die Bekämpfung des Drogenhandels. Dieser sogenannte Frankfurter Weg hat bis heute Bestand. Eine zentrale Aufgabe des Konzeptes, das Überleben derer zu sichern, deren Leben sich um Drogenbeschaffung und Konsum dreht. Im Mittelpunkt stehen 4 Konsumräume im Bahnhofsviertel. Die Suchtkranken bekommen steriles Spritzbesteck und Alkoholtupfer zum Desinfizieren.
Beim Konsum selbst gibt es eine Personalaufsicht, die den Gesundheitszustand ständig überwacht. Und es gibt Regeln. Die Suchtkranken müssen körperlich und psychisch in der Lage sein, den Konsum selbstständig und ohne fremde Hilfe durchzuführen. Und sie müssen ihre eigene Droge mitbringen. Unter all diesen Bedingungen können Sie dann den Konsum durchführen. Und nicht wie draußen, sag ich mal, in irgendeinem Hauseingang mit dreckigem Wasser, ohne Trockentupfer, ohne vorher Ihre Einstichstelle zu desinfizieren, dass Sie da sitzen und von niemand gefunden werden, wenn Sie dann eine Überdosis haben, sondern hier ist direkt jemand vor Ort, der auch intervenieren kann und der erste Hilfemaßnahmen, Notfallmaßnahmen einleiten kann. 2016 gab es in den 4 Frankfurter Drogeneinrichtungen 181.426 Konsumvorgänge. Das sind 497 pro Tag, rund 15.000 im Monat. 4.705 verschiedene Süchtige wurden insgesamt gezählt. Die Zahl der Drogentoten hat sich von 147 im Jahr 1992 auf 25 in 2016 reduziert. Doch medizinische Notfälle gibt es in den Konsumräumen immer wieder. Die Leute haben Alkohol getrunken, die haben vielleicht Crack geraucht, schon 3, 4, 5 Mal. Die haben Heroin verkauft bekommen, das vielleicht unrein ist und sehr viele Beimischungen hat. Wir haben im Moment ein Reinheitsgehalt von 8 bis 10% im Heroin hier in Frankfurt nach Polizeiangaben. Das heißt, der Rest ist im Prinzip Dreck. Und Beimischung. Das kann Putz von den Wänden sein, das kann Katzenstreu sein, das kann irgendein Zitronentee-Substrat sein, was zerbröselt wurde. Und das sind im Prinzip die Unbekannten, mit denen wir hier ständig arbeiten müssen und konfrontiert sind. Der Frankfurter Weg fördert die Prävention und den Ausstieg aus der Sucht. Ausgebildete Sozialarbeiter wie Tom Holz stehen für Beratungen zur Verfügung. Suchtkranke haben Anspruch auf Therapie und Entgiftung. Die Behandlung der Drogensucht wird von der Krankenkasse finanziert. Drogenkonsum unter Aufsicht in einer geschlossenen Einrichtung. Soweit das Konzept des Frankfurter Weges. Heute sieht die Realität anders aus. Die Junkies halten sich häufig vor den Konsumräumen auf, nehmen dort ihre Drogen und lassen ihren Müll zurück. Konsum von Heroin mitten auf dem Bürgersteig, vor den Augen von Touristen, die an einer Führung durch das Viertel teilnehmen. Hier ist das keine Seltenheit. Doch es gibt noch ein größeres Problem. Heroin, auch Diamorphin genannt, wird immer mehr von Crack verdrängt, einer Form von rauchbarem Kokain. Der Morphinist hat nach seinem Konsum einfach mehrere Stunden Ruhe, während das der Kokainkonsument im Prinzip alle Viertelstunde, alle 20 Minuten nachlegen möchte. Und das führt natürlich zu einer anderen Beschaffungskriminalität, es führt zu einem anderen Verhalten. Es ist dieses aufgekratzte Verhalten, das wir jetzt hier haben, dieses Ruhelose. Das ist einfach erschwert, mit den Leuten auch irgendwas zu machen. Die Konsumenten müssen Crack regelmäßig rauchen. Die Wirkung lässt schnell nach. Nur die wenigsten gehen in extra eingerichtete Rauchräume. Auf dieses Problem hat der Frankfurter Weg bisher keine Antwort. Zum Leidwesen der Anwohner. Es ist natürlich, wenn man jetzt die letzten 10 Jahre nimmt, besser geworden. In Bezug auf das Bild des Bahnhofsviertels. Die Junkies sind nicht mehr in allen Straßen. Dafür sind jetzt aber die Crackraucher in allen Straßen. Und die wirken natürlich lange nicht so bedrohlich, wenn da einer am Pfeifchen zieht, als wenn da einer in der Nadel irgendwie an dem Hals eine Vene sucht und völlig verdreckt. Und das ist ein ganz anderes Bild. Die Junkies sollen von der Straße verschwinden. Darum bemüht sich der Frankfurter Weg. Doch sobald die Polizisten ihnen den Rücken kehren, findet der Konsum wieder an öffentlichen Plätzen statt. Man muss den Frankfurter Weg unbedingt überdenken. Also der Frankfurter Weg ist gut für die Situation vor 20 Jahren gewesen. Aber man muss sich den Frankfurter Weg auch mal genau vergegenwärtigen. Was heißt denn das? Ich gehe als Junkie in den Mediamarkt, klaue ein Handy, gehe dann zum Hehler, verkaufe das für 50 Euro, werde zum zweiten Mal kriminell, gehe dann mit den 50 Euro zum Dealer und kaufe mir Heroin, werde zum dritten Mal kriminell und gehe dann in den Druckraum und jag mir das legal in die Vene. Also das kann es ja irgendwo nicht sein.
Mattner kritisiert genau wie andere Anwohner und Ladenbesitzer im Viertel die gestiegene Beschaffungskriminalität. Tür an Tür mit Drogenkonsumenten. Man nimmt es mit Humor. Mittlerweile geht das in ein paar Minuten, zack, zack. Und wir werden auch hier gefragt, ob wir rauchen, ob wir ein bisschen Asche haben für den Crackstein. Den gibt es natürlich von uns nicht. Da wirst du dafür angemacht. Das ist doch nur Asche. Ne? Ja, ja. Man kann sich ja vorstellen. Bernhard Hahn leitet in der vierten Generation einen Musikladen im Bahnhofsviertel. Bevor die Polizei ihre Kontrollen ausweitete, wurde vor seinem Laden in großem Stil gedealt. Hier stehen jetzt 20 Mann. Die ganze Straße runter bis zum Bahnhof, vielleicht 40, teilweise 50. Dazwischen kommen normale Passanten, die da zum Bahnhof wollen. Mädchen habe ich beobachtet, die wirklich auf die Straße gegangen sind, teilweise angefahren wurden, weil sie einfach nicht mehr durchlaufen konnten, ohne auch angemacht zu werden. Offener Konsum. Mittags um 1, 2 Uhr hier bei mir im Ladeneingang, da war meine älteste Tochter dabei. Dann sagte ich noch zu dem Junkie, sei mir nicht böse, aber erklär doch mal meiner Tochter, was du hier machst. Oh, Entschuldigung, das ist nicht gut, und ist gleich gegangen. Sein Geschäft gibt es seit mehr als 113 Jahren. Doch wegen der negativen Entwicklung in den vergangenen Jahren bleiben die Kunden fern. Ich habe ja Sachen erlebt, wie die Mama aus dem Taunus kam mit ihrer Tochter am Arm. Die kam mit aufgerissenen Augen hier rein, völlig verschreckt. Und sagte, Herr Hahn, was ist denn bei Ihnen von dem Laden los? Die kam halt auch nie mehr. Und das ist nur ein Beispiel. Das ist häufig passiert. Ich habe Kunden, die mir auch geschrieben haben, von außerhalb Frankfurts, Bernie, sei mir nicht böse, unter diesen Umständen können wir nicht mehr zu euch kommen. Wir haben Angst, dass unsere Autos zerkratzt werden, dass wir hier belästigt werden. Und das ist natürlich für uns hochgradig geschäftsschädigend. Bernhard Hahn wird den Mietvertrag für seinen Laden wohl nicht verlängern können. Um das Sicherheitsgefühl unter Anwohnern, Besuchern und Gewerbetreibenden zu stärken, setzt die Polizei Frankfurt auf mehr Präsenz und Großkontrollen. Die Einsatzkräfte riegeln einen Bereich komplett ab, besetzen jedes Straßenende und führen alle verdächtigen Personen zu einem Kontrollpunkt. Eine Flucht der Dealer ist fast unmöglich, aber sie sind vorsichtiger und professioneller geworden. Wir variieren unsere Vorgehensweisen. Das ist ganz wichtig, weil wir natürlich feststellen, dass auch die Personen, die wir kontrollieren wollen, die hier als Rauschgifthändler auftreten, sich unserem Verhalten wiederum anpassen. Die sind ganz flexibel in ihren Örtlichkeiten, auch zu den Zeiten, zu denen sie agieren. Und darauf achten wir natürlich und passen wiederum unsere Maßnahmen an. Die Durchsuchung ist erfolgreich. Es werden aber nur 2 Gramm Marihuana gefunden. Für die Polizei nichts Neues. Die Professionalität zeichnet sich auch dadurch aus, dass nur noch sehr kleine Mengen mitgeführt werden, zum Teil im 0,-Gramm-Bereich. Weil damit ist natürlich auch ein recht geringes Beweismittel, wenn es zu einer Festnahme kommt, dann noch festzustellen. Die deponieren das im Umfeld ab und als Bunker können sie sich eigentlich alles vorstellen, was sie an Ritzen, Versteckmöglichkeiten oder abgelegten Müll, Zigarettenschachteln, auch mal unterm Fahrradsattel oder auch in Lokalitäten, Spielcasinos sich denken können. Ein Drogenspürhund auf der Suche nach sogenannten Bunkern, also Drogendepots, in denen die Dealer ihren Nachschub verstecken. Bunker können sich auch in Kiosken und Supermärkten befinden. Deswegen durchsucht die Polizei eine Straße weiter auch Läden und deren Kunden. Unterdessen zeigt der Drogenspürhund an. Versteckt in der Bodenplatte an einem Baum. Ein kleines Beutelchen mit Marihuana. Die Schwierigkeit der Polizei? Sie müssen den Handel selbst beobachten, um den Dealer dingfest zu machen. Dafür setzen sie zivile Beamte ein, die verdeckt ermitteln. So, wir haben jetzt ganz aktuell 2 Dealer beim Verkauf aufnehmen können. Einer der beiden hat sich aus einem Bunker bedient. Das sieht erstmal aus wie Müll. Das ist eine kaputte Zigarettenschacht. Die liegt auch genauso auf dem Boden. Damit fällt sie nicht auf. Sieht aus wie weggeworfen. In der befinden sich aber auch wieder 7 verkaufsfertige Portionen. Das könnte jetzt sogar knapp über 1 Gramm sein pro Portion. Das ist dann auch so beweiskräftig und damit wird er als Händler angezeigt. In gut 8 Monaten haben Claudia Rogalski und ihre Kollegen insgesamt 17,5 Kilogramm Betäubungsmittel beschlagnahmt. 9 Kilogramm Marihuana, 3,4 Kilogramm Haschisch, 3,3 Kilogramm Amphetamin, 0,9 Kilogramm Heroin und 0,8 Kilogramm Crack.
Den Handel mit Crack nachzuweisen ist besonders schwierig, denn Crack wird in sehr kleinen Mengen abgegeben. Das Crack wird häufig im Mund mitgeführt und dann direkt dem Käufer auch zum Gebrauch übergeben. Der soll das also am besten nach dem Willen des Verkäufers vor Ort konsumieren, vielleicht noch eine Lokalität oder einen Hinterhof dafür aufsuchen, sodass uns das natürlich erschwert wird, das beweiskräftig dann zu verfolgen. Das große Polizeiaufgebot im Bahnhofsviertel erinnert an die Zustände vor 25 Jahren. Deutschland wird in Europa zur Drogendrehscheibe, vor allem für Heroin. Über den Frankfurter Flughafen kommt besonders viel Heroin ins Land. Lange aus Südostasien, aber bald danach auch aus der Türkei und Frankreich. Polizei und BKA fangen immer größere Mengen ab. Neben Hamburg und Berlin ist Frankfurt bis heute einer der großen Heroin-Hotspots. Im Polizeipräsidium in Frankfurt. Vor wenigen Tagen haben die Beamten eine Cannabis-Plantage in einem Wohnhauskeller beschlagnahmt. Eine Mutterpflanze und 25 Stecklinge mit jeweils rund 25 Gramm Marihuana pro Pflanze. Dazu noch über ein Kilo bereits abgeerntetes. Fertig verpackt für das Bahnhofsgebiet. Der geschätzte Wert 12.000 Euro. Die werden ja dann nur noch zum Portionieren und dann werden sie auf die Straße gegangen. Hin und wieder gelingt es den Beamten, auch auf der Straße große Mengen Drogen sicherzustellen. Der Täter flüchtete, hat dann eine Tasche zurückgelassen. Da war dieses Marihuana drin. Das waren dann rund 80 Gramm, also auch eine ganze Menge. Und Kokain in einem Überraschungsei, wie man sehen kann. Ja. Verpackt, mehrere Plomben, rund 8 Gramm. Na, das hat ja dann schon auch einen Verkaufswert, so 600 Euro garantiert. Ja, mindestens. Der Handel mit Marihuana, Heroin oder Crack im Bahnhofsviertel wird von mehreren Dealergruppen kontrolliert. Die Gruppen sind autonom, sie sind unterschiedlich groß und sie arbeiten selbstständig. Das hat zur Folge, dass es keinen einzigen Paten gibt, der an der Spitze einer Hierarchie steht, sondern es gibt mehrere Gruppierungen, die eigenständig Drogenhandel betreiben. Die Ermittler haben es auf die Hintermänner der Straßendealer abgesehen. Diejenigen, die die Drogen organisieren und herstellen. 8 Wochen lang haben sie einen Marokkaner observiert, bevor er und seine 6 Mittäter samt Unterschlupf- und Crack-Küche ausgehoben werden konnten. Die Köpfe der Gruppierung, die sind natürlich für uns die interessanten Personen, die auch für den Nachschub der Drogen sorgen. Sie verfügen über die Kontakte in andere Länder, um eben beispielsweise den Rohstoff Kokain für die Crackproduktion herbeizubringen. Noch heute ist Frankfurt wegen seines Flughafens Dreh- und Angelpunkt des Drogenhandels. Heroin kommt beispielsweise aus Afghanistan. Rund um den Bahnhof verdoppelte sich die Zahl der Dealer 2016 auf geschätzt 100 bis 150. Wegen der zunehmenden Polizeipräsenz flüchteten viele von ihnen in die B-Ebene des Bahnhofs und verkauften ihre Drogen dort. Die Polizei zog nach und verstärkte ihre Kontrollen. Auch in der B-Ebene werden alle Zugänge gesperrt, potenzielle Dealer zu verschiedenen Kontrollpunkten gebracht, dort durchsucht. Tom Holz ist von der Nachhaltigkeit solcher Polizeimaßnahmen nicht überzeugt. Eigentlich, denke ich, müsste sich jeder im Klaren darüber sein, dass diese repressiven Maßnahmen nur begrenzt was bringen. Also das wurde ja mit einem unheimlich personellen Aufwand betrieben, das Ganze. Das wird nicht auf Dauer aufrechtzuerhalten sein. Die Verdrängung, die damit erreicht wurde, und das ist nur eine Verdrängung, ist halt eben nur vorübergehend. Also das Problem hat sich momentan verlagert oder zerstreut, aber es wird sich einfach irgendwo wieder sammeln und augenscheinlich werden. Die Polizei verweist auf ihre Erfolge. In rund 8 Monaten seit November 2016 hat die hessische Landes- und Bereitschaftspolizei 165.000 zusätzliche Einsatzstunden im Bahnhofsviertel absolviert. Geschätzte Kosten mehr als 8 Millionen Euro. Das Ergebnis? 44.300 kontrollierte Personen, 772 Festnahmen, knapp 5.400 Strafanzeigen.
Allein rund 3000 Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Tom Holz auf seinem Rundgang vor dem Hauptbahnhof. Die Drogenkonsumenten, die sich hier auf der Kaiserstraße treffen, sind schon sehr lange abhängig. Sie haben oftmals eine Wohnung, eine Therapie hinter sich und sind vergleichsweise stabil. Möglich macht es die sogenannte Substitution, die von der Krankenkasse bezahlt wird. Die Abhängigen bekommen meist Medikamente wie Methadon als Ersatzstoff für Heroin. Das verbessert ihren Gesundheitszustand und verringert die Beschaffungskriminalität. 2016 wurden in Frankfurt 1641 Süchtige substituiert. Doch die Rückfall- und Abbruchquote ist hoch. Das hat jetzt dazu geführt, dass die Dealer sich haben substituieren lassen und ihre Kunden in den Substitutionsambulanzen akquirieren. Ja, und das sieht man halt wirklich ganz, ganz deutlich. Ne? Das Substitut, die Opiate, wird über die Krankenkasse finanziert und dann werden halt Tabletten und Crack gedealt. Ne? Und gerade dieses Thema Crack ist, ja, hat die Szene sowas von aggressiv gemacht. Und also das ist wirklich schlimm geworden. Ne? Von wegen 5 Euro werden hier Leute erstochen und was weiß ich, und schwerst verletzt. Dreiste Dealer mischen die Frankfurter Drogenszene auf. Und die Droge Crack macht sie unruhiger und aggressiver. Eine Substitutionstherapie für Crack-Konsumenten gibt es nicht. Tom Holz erlebt im Kontakt mit Konsumenten aber noch ganz andere Probleme. Durch die seit Jahren steigende Lebenserwartung der Drogenabhängigen sieht sich die Drogenhilfe inzwischen mit Krankheiten wie Demenz und Krebs konfrontiert. Zudem stranden zahlreiche EU-Ausländer und Flüchtlinge im Bahnhofsviertel, die weder Job noch Therapie bekommen. So wie Issa, der aus dem Iran nach Deutschland kam. Tom arbeitet seit 17 Jahren mit ihm. Issa ist seit 33 Jahren hier in Deutschland. Seitdem hat er eine Duldung. Und mit einer Duldung kannst du einfach keine großen Sprünge machen, sag ich mal. Also wir sind froh, dass das Methadon-Programm finanziert wird. Das gehört zu den Regelleistungen. Aber darüber hinaus ist es schwierig, also zum Beispiel eine Therapie zu machen. Kurz entgiften, dann wieder zurück ins Milieu und damit halt auch wieder in die Sucht, ja, letztendlich. Und als Kriegsflüchtling mit einem Traumata auch einfach, greift es zu kurz. Ja. Und so drehen wir uns halt im Kreis seit 17 Jahren. Ja. Issa ist 52 Jahre alt und nach jahrzehntelangem Drogenkonsum Dialysepatient. Seine Niere ist geschädigt. Der vor 25 Jahren entwickelte Frankfurter Weg kann die Probleme von heute nicht lösen. Es müssen neue Ansätze in der Drogenpolitik gefunden werden. Jetzt Zwischenbilanz ziehen würde bedeuten, wie kriegen wir den noch stattfindenden öffentlichen Konsum, vor allem von Crack, besser geregelt? Gibt es Nischen, gibt es noch niedrigschwellige Anlaufstellen, wo Leute schnell diese Crackpfeifen rauchen können? Dann, denke ich, müsste man die Kriterien, die Schwellen für das Heroinprogramm überdenken. Gegenwärtig sind da 100 Menschen in diesem Programm. Also das könnte und müsste ausgebaut werden. Dazu braucht es aber auch wieder auf Bundesebene neuere Vereinbarungen, dass man in diesen Programmen auch Heroin rauchen kann, was viele ja wünschen, oder Heroin in Tablettenform abgegeben werden kann, wie in der Schweiz. Also da können wir viel lernen aus der Schweiz und vieles müsste auch umgesetzt werden. Die Stadt Frankfurt kennt die Forderung nach Veränderungen im Bahnhofsviertel. Stefan Meyer ist als Gesundheitsdezernent für die Drogenhilfeeinrichtungen verantwortlich. Die Revolution momentan, wenn ich sie sehen würde und mir jemand verständlich machen könnte, dass das zielführend wäre, dann würde ich vorne weggehen. Da können Sie sich sicher sein. Aber dann muss man erstmal eine vernünftige Vorstellung haben, wo eine solche Revolution denn hinführen wird. Und ich muss es wirklich dann auch umsetzen können. Meyer verweist auf den permanenten Ausbau der Drogenhilfeprogramme in den vergangenen Jahren durch verstärkte Sozialarbeit, Übernachtungsmöglichkeiten und Rauchräume. Im Kampf gegen die offene Szene geht die Stadt Frankfurt nun einen anderen Weg. Was ich mir zum Ziel setzen würde, ist noch wesentlich genauer zu verstehen,
was die einzelnen Drogenabhängigen treibt. Was zum Beispiel Menschen dazu treibt, dass sie tatsächlich nicht die Angebote der Drogenhilfe wahrnehmen oder wahrnehmen können. Und deswegen haben wir unsere Intensivierung der Sozialarbeit auch damit verbunden mit einer Begleitstudie. Und es sind ja nicht so große Zahlen, die jetzt dort an Crack-Abhängigen jetzt so auffällig sind. Und die wollen wir besser verstehen, dann wäre sehr viel gewonnen. Auch die Anwohner und Ladenbesitzer des Bahnhofsviertels warten auf die Revolution, auf einen konkreten Lösungsansatz. Der Gewerbeverein hat zu einer Gesprächsrunde mit der Polizei geladen. Also unsere Gäste sind hauptsächlich von Taschendiebstählen betroffen, dieser unangenehmen Situation, wenn man durch so Dealergruppen durchlaufen muss. Der ganze Bürgersteig ist ja eine Müllhalde. Ja, das ist wirklich unerträglich auch anzugucken, muss man sagen. Ja. Ich bin halt mittendrin, bei mir wird nebendran ständig an der Treppe, also ich bin 100-mal am Tag die Leute wegzuschicken, weil die da hier Crack rauchen oder früher haben sie halt gespritzt. Wir müssen, glaube ich, davon ausgehen, dass wir immer es mit einer gewissen Verdrängung zu tun haben. Gerade im Bereich des Dealens, sagen wir mal so, die Münchner Straße, Ecke Moselstraße, dann doch ein relativ angenehmer Bereich ist, wo die Geschäfte abgewickelt werden können. Der Frankfurter Weg ist zu einem Drittel nur noch haltbar für meine Begriffe. Er ist mit Sicherheit in großen Phasen überholt. Das Treffen gibt Anwohnern und Gewerbetreibenden die Möglichkeit, ein direktes Feedback zu den massiven Polizeiaktionen zu geben. Hier haben alle Angst, dass die Polizeipräsenz zurückgefahren wird. Die Situation hat sich gebessert. Großes Dankeschön. Wir befürchten aber auch, sobald diese konzertierten Maßnahmen zurückgefahren werden, dass sich wieder so eine neue Marktstruktur entwickeln wird. Dass man dann die Leute nicht einfach so festhalten kann, wenn man nichts findet, ist auch klar. Ich würde mir wünschen, dass wir eine kontinuierliche Präsenz auch nach solchen massiven Einsätzen haben, wie sie zurzeit durchführen. Für mich, wie gesagt, die einfachste Lösung, zwei Beamte, die hier auf und ablaufen oder vielleicht einfach eine Insel hingebaut. Eine Polizeiinsel, wo zwei Beamte drin sitzen, mit Funkkontakt. Und dann ist meines Erachtens nach der Ruhe. Das ist nicht nur ein polizeiliches Thema und wir werden alleine tatsächlich, sehe ich ganz genau wie Sie, auch nachhaltig keine Wirkung erzielen, sondern da müssen alle zusammenarbeiten. Das sieht auch Ulrich Mattner so. Im Punkto Drogenproblem sind die Polizeiaktionen wie ein Schlag auf einen Pudding. Der wird nicht dadurch kleiner, dass man draufschlägt, sondern er verteilt sich. Was mal gemacht werden müsste, wäre einfach nach neuen Wegen suchen. Das müsste einfach mal wissenschaftliche Studien gemacht werden, Drogenfreigabe an Schwerstabhängige, vielleicht auch das Ganze mal hier zentralisieren, nicht drei Konsumräume, sondern nur noch ein. Oder nachts auch mal die Druckräume aufmachen. Und dann verschwinden hier auch vielleicht ein paar Spritzen, die hier immer rumliegen. Ja, dann können die auch mal nachts irgendwo hingehen. Einfach mal was Neues machen. Lösungsvorschläge, die die Stadt Frankfurt nicht umsetzen kann oder will. Für eine Drogenfreigabe zum Beispiel wäre eine Lockerung des bundesweit gültigen Betäubungsmittelgesetzes notwendig. Und eine gebündelte Einrichtung für Konsumenten käme der Situation in der Taunusanlage in den 90er Jahren gleich. Nach Einbruch der Dunkelheit gehen die Kontrollen der Polizei weiter. Auch diesmal erfolgreich. Die Beamten erwischen zwei Männer aus Marokko, einen 44-Jährigen mit 2,8 Gramm Marihuana, einen 27-Jährigen mit 10,8 Gramm. Beide wollten die Drogen wegschmeißen, als sie die Polizei sahen. Schon jetzt ist klar, die Polizei kann diese starke Präsenz nicht mehr lang aufrechterhalten. Das Frankfurter Bahnhofsviertel braucht schnelle Lösungen, um die Junkies dauerhaft von illegalen Drogen und die Straßen von den Dealern zu befreien.